Genehmigung, um in diesen Feldern zu liefern und sich zu bewegen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden es dauern wird, aber wir müssen das alles dorthin bringen. Wo können wir die Vorräte reinbringen? Unglaublich. Was für eine surreale Situation. Wir versuchen, von der anderen Seite einzutreten. Aber es ist nicht sicher. Hallo. Wir erhielten einen Hilferuf. Wir mussten einer Familie, die nach den Überschwemmungen isoliert war, Lebensmittel liefern. Die Tiere starben. Wir mussten etwas tun. Sieh dir das an. Das sind alles Äpfel. Für die Tiere dort, richtig? Natürlich, für die Vögel. All das, die Sachen unten und die Dinge auf der Treppe. Also gut, ich denke, hier gibt es genug, oder? Und sie sagt, die Katzen sind Freigänger, also brauchen wir keine Streu. Aber für die Hunde müssen wir es verteilen. Wie viele Hunde gibt es? Die, die sie hat, plus die in den isolierten Häusern. 20? Nein, ich denke mehr. Hier ist Platz für ein paar Äpfel. Meine Damen, vielen Dank an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Genehmigung, diese Felder zu beliefern und sich dort zu bewegen. Nun, danke für alles. Du hast einen erstaunlichen Job gemacht. Wirklich unglaublich. Ich habe das Auto voll beladen mit allen möglichen Lebensmitteln. Sowohl für Menschen als auch für Hunde, Materialien zum Reinigen. Und jetzt muss ich fahren. Ich weiß nicht, wie viele Stunden es dauern wird, aber wir müssen das alles dorthin bringen. Die Straße ist in Ordnung. Es scheint, als würden wir später auf Schwierigkeiten stoßen. Aber bisher läuft alles gut. Jetzt mache ich mir jedoch Sorgen, weil es eine Warnung gibt, dass mehr Regen kommt. Morgen wird es wohl mehr Regen geben. Mehr Regen. Oh mein Gott, ich sehe mir das alles an. Da ist überall so viel Zerstörung. Es ist unglaublich. Soll ich das Auto dorthin fahren? Ja, hier können wir anhalten. Und von hier aus gehen wir zu dem beschädigten Bereich. A ver cómo está esto. Vamos a ver. Alles ist beschädigt und in schrecklichem Zustand. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Siehst du dieses große Loch? Das kommt vom Wasser. Und wo ist der Teil mit dem Sinkloch? A ferry drown. Ist das sicher? Ja. Wir haben Vorräte für die Häuser dort drüben gebracht, die abgeschnitten sind. Es ist ein bisschen schwierig. Oder? Es ist schwer, hier durchzukommen. Es ist gefährlich. Das Ding ist, genau hier kommt man nicht durch. Tatsächlich tragen wir alle Vorräte per Hand herunter, weil wir den Lieferwagen nicht herunterbekommen. Wir müssen die örtliche Polizei kontaktieren und sie fragen, ob sie einen Hubschrauber haben. Oder zumindest die Leute von dort evakuieren. Es ist wie russisches Roulette. Also müssen wir die örtliche Polizei anrufen, um das zu klären. Von dort oben bis etwa zu dem Laternenpfahl hat sie Hühner, Ziegen, Pfaue, Enten. Sie hat alle möglichen Tiere. Unglaublich. Was für eine surreale Situation. Nur Erwachsene können hinüberkommen, weil man über das fließende Wasser springen muss. Du musst durch das Wasser springen. Hast du einen Freund hier, der helfen kann? Ich kann jemanden anrufen. Die Sache ist, mein Auto ist mit Vorräten beladen. Und wir können das nicht alleine schaffen.
fahre das Auto ganz nach oben. Schließlich konnten wir das Gebiet nicht überqueren. Es war zu gefährlich. Und die Feuerwehrleute ließen uns nicht durch. Also sind wir um das ganze Dorf herumgefahren. Und wir versuchen, durch die andere Seite des Flusses zu gelangen. Aber es ist nicht sicher. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht, ob wir es schaffen werden. ¿Cómo está? Das ist ein Chaos. Ehrlich gesagt, das könnte jederzeit zusammenbrechen. Und wo planst du zu überqueren? Hier? Ja, hier. Dort drüben musst du an der schmalsten Stelle springen und rüberkommen. Und du kommst wo rüber? Auf die andere Seite des Grabens und dann kletterst du hoch. Oh Gott, es ist wie es ist. So ist es eben. Ja. Boah. Er ist einer der Eigentümer des Hauses. Freut mich, dich kennenzulernen, Kumpel. Ich habe Vorräte mitgebracht. Vaya tela. Dios. Te ha quedado clavado. Wir müssen alles per Hand tragen, okay? Und dann zu dem Punkt kommen und den Fluss zu Fuß überqueren. Nun, der Fluss, das ist alles Fäkalwasser. Mein Gott. Sieht aus wie Mission erfüllt, oder? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Er muss hier rauf. Zum Glück hatten sie schon so großen Hunger. Hombre, du! Dios mio! Hola, hola, hola! Meine Truthähne und Hühner sind gestorben. Die Gänse, Enten und Schwäne haben überlebt. Aber ich habe Hühner verloren. Meine Güte. Ich bin herumgerannt und habe versucht, einen Tierarzt zu finden. Nicht jeder mag es, wenn ein Hund auf ihm herumklettert. Nein, aber wenn ich dir 300 Kilo Hundefutter gebracht habe, bin ich ein Fan. Oh mein Gott, was für ein guter Hund. Ich habe noch nie einen besseren Hund gesehen als diesen hier. Ja? Hühnereier und meine Hühner. Vielen Dank, dass Sie ihnen Futter bringen. Ich werde das an das Team weitergeben. Unglaublich. Sie werden sicher köstlich sein. Bueno, bueno. Segurísimo. Neulich hat mich jemand kritisiert, weil ich das Wort apokalyptisch benutzt habe. Sie sagten, dass dieses Wort nicht korrekt sei für das, was hier passiert ist, dass es etwas mit der Rückkehr von Herr Jesus zu tun hatte. Nun, ich werde das Wort wiederholen. Was wir erlebt haben, ist apokalyptisch. Und ich denke, das können Sie sehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte, wenn Sie können, schließen Sie sich uns an, spenden Sie, treten Sie uns in einer Unterstützungsgruppe auf Patreon bei, damit wir weitermachen können, was wir tun. Vielen Dank.